Jeder Mensch hat gewisse Aufgaben und Pflichten, denen er nachgehen und die er erfüllen muss. Man weiß, dass man sie so schnell wie möglich erledigen und sie nicht aufschieben sollte. Aber manchmal hat man einfach keine Lust auf sie. Und dann passiert genau das, was eigentlich verhindert werden sollte. Diese Aufgaben werden aufgeschoben. Statt unsere Pflichten und Aufgaben zu erfüllen, die Priorität haben, fangen wir an, uns mit zweit- oder drittrangigen Dingen zu beschäftigen oder uns gar von komplett belanglosen und unwichtigen Dingen ablenken zu lassen. Meistens sieht es dann so aus, dass wir unsere Aufgaben gar nicht oder erst auf den letzten Drücker erfüllen. Und jedes Mal verspüren wir dabei ein Gefühl der Reue. Wir nehmen uns vor, dass wir nächstes Mal früher anfangen und nicht bis zum letzten Moment warten. Doch manchmal wiederholt sich dieser Vorgang mehrere Male, ohne dass eine Verbesserung zu sehen ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran spezifische Pflichten auferlegt, bei deren Erfüllung wir mit seiner Erlaubnis ins Paradies eintreten werden und bei deren Vernachlässigung wir in die Hölle kommen, sollte Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht aus seiner Gnade und Barmherzigkeit vergeben. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will, um hierauf zu erkennen, was uns davon abhält, diesem göttlichen Willen nachzukommen. Wir wissen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen müssen, was sich beispielsweise in unserem Gebet, dem Fasten, dem Aneignen von Wissen oder dem Verbreiten seiner Botschaft äußert. Leider erfüllt aber nicht jeder Mensch das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm fordert. Einer dieser Gründe dafür sind all die Ablenkungen, von denen der Mensch umgeben ist. Manchmal ziehen diese ihn so sehr in ihren Bann, dass sie zum Zentrum des Lebens werden. Manchmal wiederum sorgen sie dafür, dass wir unseren Fokus ein wenig verlieren. Wenn wir an Ablenkung denken, dann kommen uns meistens die Dinge in den Sinn, die offensichtlich Zeitverschwendung sind. Aber zur Ablenkung gehört mehr als das. Allah subhanahu wa ta'ala benutzt für Ablenkung das Wort Lahu. Dieses Wort bedeutet, sich von wichtiger Arbeit abzulenken und seine Aufmerksamkeit von einer Sache zu einer anderen Sache zu lenken. Ablenkung kann auch stattfinden, wenn man sich mit etwas beschäftigt, was eigentlich gar nicht unwichtig ist, dafür aber etwas Wichtigeres vernachlässigt. Den Koran zu lesen ist sehr wichtig. Wenn ich aber mein Gebet fast verpasse, weil ich noch eine Sura unbedingt beenden möchte, dann kann es sein, dass das Lesen des Koran in diesem Moment zur Ablenkung wird, weil es dafür gesorgt hat, dass ich meiner Pflicht nicht nachkomme. Sport ist eine erlaubte oder je nach Situation sogar empfohlene Sache. Der Muslim sollte gesund, fit und voller Energie sein. Aber dieser Lifestyle darf nicht dazu führen, dass sich alles um Sport und Ernährung dreht. Denn auch wenn beides wichtig ist, so gibt es Wichtigeres. Und wahrscheinlich kennt fast jeder die Situation, in der man sich im Zombie-Scrolling-Modus befindet. Man schaut ein Kurzvideo nach dem anderen an, denkt sich mehrere Male, nur noch eins, dann höre ich auf. Aber ehe man sich versieht, verbringt man ein, zwei oder noch mehr Stunden damit, sich irgendwelche unnützen Videos anzuschauen. Ähnlich verhält es sich mit vielen anderen Dingen auch. Sie sind an und für sich nicht haram, aber können trotzdem zu unserem Verderben führen, wenn sie uns vom Wesentlichen ablenken. In Surah At-Takathur beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala uns, dass die Ablenkung sogar bis Jahannam führen kann. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Vermehrung lenkt euch ab, bis ihr die Gräber besucht. Im sechsten Vers dieser Surah sagt Allah subhanahu wa ta'ala dann, ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen. Wir müssen verstehen, dass das Ende der Ablenkung Jahannam sein kann. Auch wenn es in dieser Sura um das Streben nach mehr geht, so können auch andere Dinge diesen Platz einnehmen, wobei das Ende dasselbe bleibt. Die Ablenkungen werden uns bis zum Ende unseres Lebens nicht in Ruhe lassen. Shaitan benutzt sie bewusst, um uns mit ihnen von Allah subhanahu wa ta'alas Weg abzuhalten. Aber wenn wir dies nicht erkennen und unseren Fokus dadurch verlieren, befinden wir uns auf einem sehr gefährlichen Weg. Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran, O die ihr glaubt, nicht ablenken sollen euch euer Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer.